Guten Morgen, Ladies. Herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Ich habe ein neues Lieblingsfrühstück und zwar einen Apfel in Spalten geschnitten. Dazu eine Erdnussbutter und zwar Erdnussbutter Crunchy, gesalzen. Dann ein Joghurt. In dem Fall habe ich jetzt von Andexer Natur die Geschmacksrichtung Mango Vanille. Und dann trinke ich gerne einen Früchtetee. Von Teekanne, Früchtegenuss. Und das schmeckt so lecker, Apfel mit Erdnussbutter. Was macht der Hase in der Küche? Ja, was macht denn die Emily in der Küche? Maus. Ich wollte euch die Erdnussbutter zeigen. Und zwar ist die von Barney's Best Crunchy Peanut Butter. Die ist so lecker. Und du bist so süß. Und du bist so süß. So, ich habe mir jetzt Mittagessen gemacht. Bei mir gibt es heute eine Scheibe selbstgebackenes Brot von meiner Mama. Das ist das hier mit, ich zeige es euch auf der Rückseite, Kürbiskernen. Das ist eine ziemlich dicke Scheibe. Ich kann Brot irgendwie nie dünn schneiden, sondern es werden immer solche Oschis. Butter, Sportsalami, da habe ich insgesamt 3 Scheiben. Dann habe ich mir ein Ei gekocht. Das ist auch noch so ein bisschen warm. Das schmeckt total lecker, wenn es noch warm ist, finde ich. Und hier ist das Salz, da werde ich das reintunken. Und dazu gibt es noch Paprika. Abendessenszeit für die Babys und für mich. Das ist für die Babys, aber niemand ist sonderlich interessiert. Abendessen für die Babys. Ist nicht verlockend? Oh. Lotte ist beschäftigt. Lotte muss nämlich in meinem Bett ein Nest bauen. Hey. Was machst denn du? Machst du wieder Schweizer Lochkäse? Ich dachte, du machst es nicht mehr. Hä? Ich dachte, du machst es nicht mehr, Lotte. Jetzt habe ich extra die Schranktür aufgemacht, damit du im Schrank... Ja, das ist besser. Ach, der Hase. Wow, Lotte. Also, Lotte ist beschäftigt, aber... Für mich gibt es jetzt Abendessen und zwar habe ich eine Gemüsepizza von meiner Mama und ich war am Überlegen, ein Stück oder zwei und habe mich dann jetzt doch für 2 Stück entschieden. Das sind aber sehr große Stücke. Da ist das zweite Stück, das ist nur von den Babys und das ist meine Vorspeise. Habt ihr schon mal so eine große Grapefruit gesehen? Der Wahnsinn. Damit könnte man jemanden erschlagen. Na. Mit Essen spielt man nicht, oder wie war das? Naja, die esse ich jetzt und schiebe mir derweil die Pizza in den Ofen. Ich hoffe, die hat überhaupt Platz in meinem Ofen. Mein Ofen ist ja nun mal nicht der größte. Also eigentlich habe ich gar keinen Ofen, sondern ich habe so einen, wie nennt man denn das, so einen Ding halt. So einen Backofen. Und der ist halt auf jeden Fall etwas kleiner. Aber es müsste sogar gehen. Der ganze Käse klebt hier dran und Käse ist doch mit das Beste. Oh. Sitzt, wackelt und hat Luft. Machen wir mal, naja, irgendwie sowas um den Dreh. So, Die Grapefruit ist jetzt geschält und ich mache jetzt noch das Weiße ab, weil ich das nicht mag. Obwohl es wahrscheinlich das Gesündeste ist, aber mir schmeckt es einfach nicht. Das bekommen immer die Babys. So, und das ist meine filetierte Grapefruit. Und das ist das, was für die Babys übrig bleibt. Das ist für die Babys. Autsch. Und hier ist schon eine kleine Maus. Die wartet. Oh, das ist fein, gell? Ja. Holly liebt Obst. Jegliche Art. Lotte auch? Nein? Emily? Nein? Nein, Emily möchte nicht. Das ist jetzt die erste Portion von der Pizza. Ich habe jetzt noch ein bisschen Gouda-Käse drüber, den Rest, den ich noch hatte. Und das ist Portion Nummer 2. Auf der Pizza, soweit ich das erkennen kann, ist Paprika, getrocknete Tomaten, Lauch, Zucchini, Hokkaido, Mais und Ananas. Genau, Ananas ist auch noch droben.
Es sieht so gut aus. Ich freue mich. Für mich gibt es jetzt meine Nachspeise und zwar von Langnese Cremissimo Chocolate Brownie. Das ist so lecker, das müsst ihr unbedingt mal probieren. Das schmeckt echt so gut. Oh, guckt euch das an. Das hat auch hier noch so Brownie-Stückchen. Wir sehen uns am Freitag wieder mit einer Candy-Challenge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Live like a lady. Tschüss!